Außergewöhnliche technische Entwicklungen verschieben die Grenzen des Möglichen. Gigantische Städte, geniale Konstruktionen, bahnbrechende Erfindungen. Durch Technik werden Träume wahr. All das wäre nicht denkbar ohne die Leistungen antiker Zivilisationen. Sie haben der Physik getrotzt, nach den Sternen gegriffen und die Wunder dieser Welt errichtet. Von riesigen Pyramiden über gewaltige Tempel bis hin zu mächtigen Burgen. All das mit den einfachsten Werkzeugen. Sie müssen unglaubliche Fähigkeiten gehabt haben. Ihre Erfindungen sind das Fundament unserer modernen Welt. Seit Anbeginn der Menschheit ist Religion die treibende Kraft bei der Errichtung wegweisender Bauwerke. Religiöse Motivation hat zahlreiche innovative Bauverfahren hervorgebracht. Zu Ehren der Götter entstehen einzigartige Tempel, die die Grenzen des Möglichen überwinden. Religion ist ein wichtiger Teil unserer modernen Welt. Viele Städte sind minimalistisch gestaltet. Wie der Lotus-Tempel in Neu-Delhi, erbaut in weniger als 10 Jahren. Der Zentralbau ist von 27 weißen Marmorsteinen in Form von Lotusblüten umgeben. In der Vergangenheit werden Tempel deutlich komplexer erbaut. Ihre Fertigstellung dauert oft Jahrhunderte. Diese Heiligtümer sind an Pracht und Erhabenheit nicht zu überbieten. Alle alten Kulturen haben solche Bauwerke hervorgebracht. Für diese architektonischen Wunder werden weder Kosten noch Mühen gescheut. Sie hatten nur einfache Werkzeuge, aber das konnte sie nicht aufhalten. So entstehen atemberaubende Monumente. Eines befindet sich im kambodschanischen Dschungel. Ein Tempel, der alle anderen in den Schatten stellt. Angkor Wat. Eine 900 Jahre alte Anlage im Nordwesten Kambodschas. Es ist eines der größten religiösen Bauwerke der Welt. Der Komplex erstreckt sich über 160 Hektar. Es ist ein beeindruckendes Erlebnis, durch die Korridore von Angkor Wat zu laufen. Steinerne Türme, die in den Himmel ragen. Endlose Gänge, verziert mit einigen der längsten Reliefs der Welt. Im Zentrum ein Prachtbau so groß wie das Opernhaus von Sydney. Ein Zuhause für die Götter. Angkor Wat beeindruckt nicht nur durch seine Größe. Der Tempel ist ein Meisterstück der Handwerkskunst, des Skulpturenschmucks und der Ingenieursleistung. Er ist nach Westen ausgerichtet, zur untergehenden Sonne. Die präzisen Steinmetzarbeiten ehren nicht nur die Götter, sondern sorgen auch für Stabilität. Denn das Heiligtum steht in einem vom Monsun geprägten Sumpfgebiet. Es ist eine echte Herausforderung, dafür zu sorgen, dass das Bauwerk nicht versinkt. Der Bau dauert nur 37 Jahre. Die Fertigstellung einiger der großen mittelalterlichen Kathedralen erfordert über ein Jahrhundert. Angkor Wat hat deutlich größere Ausmaße und steht auch noch viele Jahrhunderte später. Ein unglaubliches Bauwerk. Manch einer behauptet, die Erschaffung eines solchen Wunders sei nur mit göttlicher Unterstützung möglich.
Angkor Wat umgeben bis heute zahlreiche Rätsel. Ein kolossaler Tempel, errichtet von einer Kultur, die nur über begrenzte technische Möglichkeiten verfügt. Heutzutage haben wir moderne Werkzeuge. Unserer Kreativität sind bei der Errichtung von Gotteshäusern keine Grenzen gesetzt. Und dennoch sind diese uralten Stätten unvergleichlich. Doch wofür wurde Angkor Wat errichtet? Mit Hilfe der vorliegenden archäologischen Hinweise können wir nur Vermutungen anstellen. Ist es nur ein Gotteshaus? Oder hat der Tempel eine weitere, mysteriösere Funktion? Um seine Geheimnisse zu verstehen, müssen wir in der Zeit zurückreisen. Zum möglicherweise ersten Tempel überhaupt. Ein Bauwerk, erschaffen von einer Zivilisation, die weder über Metallwerkzeuge noch über eine Schriftsprache verfügt. Wie kann so eine Kultur einen so monumentalen Tempel hervorbringen? . 1963 werden auf einem Hügel im Südosten der Türkei zerbrochene Kalksteinplatten entdeckt. Man geht zunächst davon aus, dass es sich um Spuren eines Friedhofs handelt. 30 Jahre später untersucht der deutsche Archäologe Klaus Schmidt den Hügel genauer. Er erkannte sofort, dass sich an diesem Ort eine prähistorische Stätte befunden haben muss, die von großer Bedeutung war. Die Ausgrabungen fördern Außergewöhnliches zutage. Kreisförmig angeordnete beschlagene Steine. Die Radiokarbonanalyse des vorzeitlichen Fundorts mit Namen Göbekli Tepe liefert ein erstaunliches Ergebnis. Die Stätte ist über 11.000 Jahre alt, errichtet kurz nach der letzten Eiszeit. Dieser Zeitraum markiert auch den Beginn der Landwirtschaft. Mehr als 5.000 Jahre vor der Erfindung des Rades überwinden die Erbauer dieser Steinmonumente immense technische Hürden. Die T-förmigen Monolithe der weitläufigen Anlage sind zwischen 2 und 5,50 Meter hoch. Die Erschaffung dieser Städte war ein gewaltiges Unterfangen. Die Höhe der Steine ist außergewöhnlich. Sie überragen uns. Sie mussten aus dem Stein geschlagen, zum Bauplatz transportiert und dort schließlich behutsam mit Meißeln bearbeitet werden. Errichtet von Hunderten von Arbeitern, die nur steinzeitliche Werkzeuge zur Hand haben. Das war eine bemerkenswerte Leistung. Ist dieser rätselhafte Ort ein Wohnsitz oder eine heilige Stätte? Die Antwort liefern die Steine. Viele der Steine weisen sehr komplexe Details auf. In erster Linie Säugetier-, Vogel- und Echsenartige Wesen. Im Zentrum befinden sich zwei große T-förmige Steine mit menschlichen Formen. Man kann Hände und Arme erkennen. Stilisierte Abbilder von Menschen oder mysteriösen Gottheiten. Manche glauben, dass es sich um einen Ort der Verehrung handelt. Göbekli Tepe war vermutlich eine Kultstätte. Es ist eher unwahrscheinlich, dass es eine Siedlung war. Eine prähistorische Gesellschaft, die zu Ehren der Götter schmuckvolle Monumente errichtet, um sie milde zu stimmen. Aber wie konnten unsere Vorfahren so gewaltige Steine ohne schwere Maschinen bewegen? Ein solcher Bau wäre heute leichter, dank der Erfindung des Rades und eines weiteren technischen Meilensteins. Dem Flaschenzug. Ein Mechanismus, der den Transport schwerer Ladungen deutlich vereinfacht, da er die benötigte Hebekraft halbiert. Dadurch kann eine Person doppelt so viel Gewicht heben.
Je mehr Rollen, desto mehr Hebekraft. Ein Matrose an Bord eines Schiffes aus dem 17. Jahrhundert kann allein ein Segel mit dem Vielfachen seines Gewichts setzen. Die Maschinen der industriellen Revolution sorgen für noch mehr Zugkraft. Und in Kombination mit Motoren und Hydraulik nutzen moderne Kräne nach wie vor die Vorteile des Flaschenzugs. Kräne sind extrem wichtig für das moderne Bauwesen. Es gibt kaum ein Gebäude, das nicht mit Kränen errichtet wurde. Die Krantechnik wird immer leistungsfähiger. Wir können heute schwerer, höher und schneller heben als jemals zuvor. Mit einer Höhe von 250 Metern ist Big Carl der größte landgebundene Kran der Welt. Angetrieben von 12 Motoren kann er bis zu 5000 Tonnen heben. Wie war es ohne derartige Maschinen möglich, riesige Steine zu bewegen? Ein Rätsel, das die Forschung seit Jahrhunderten beschäftigt. Besonders wenn es um eine prähistorische Stätte im Süden Englands geht. Stonehenge. Stonehenge zählt zu den bedeutendsten archäologischen Anlagen. Die kreisförmig angeordneten Steinblöcke stehen hier seit etwa 4.500 Jahren. Einige wiegen um die 25 Tonnen. Archäologinnen und Archäologen vermuten, dass die Steine sowohl über den Wasserweg transportiert als auch über Land gezogen werden. An ihrem Bestimmungsplatz werden sie mit Seilen und Holzplattformen in Position gebracht. Der immense Aufwand deutet darauf hin, dass Stonehenge eine bedeutende Kultstätte gewesen sein könnte. Eine Entdeckung aus dem 18. Jahrhundert legt nahe, dass die Anordnung der stehenden Megalithen kein Zufall ist. Die Steine wurden entlang einer Achse errichtet, die in Richtung des Sonnenaufgangs am Tag der Sonnenwende zeigt. Am längsten Tag des Jahres geht die Sonne direkt über dem sogenannten Heelstone, dem Fersenstein, auf. Das Ergebnis? Ein langer Schatten fällt durch den Haupteingang. Gigantische Steinblöcke, aus Felsen gehauen, bearbeitet und im Hinblick auf astronomische Ereignisse ideal ausgerichtet. Eine herausragende Leistung. Durch die Beobachtung der Sonne und die Koordination hunderter Arbeitskräfte haben die prähistorischen Ingenieure ein Meisterwerk erschaffen. Diese Ausrichtung nach der Sonnenbewegung macht Stonehenge außergewöhnlich. Es scheint, als hätten die Erbauer großes Interesse an den Himmelskörpern und ihren Auswirkungen auf die Erde. Ist Stonehenge eine Art frühzeitliches Observatorium? Seit Jahrtausenden beobachtet der Mensch die Sterne. Auf dem Gipfel des Mauna Kea auf Hawaii steht eine der größten und modernsten Sternwarten der Welt. Mehr als 4000 Meter über dem Meeresspiegel ist die Lichtverschmutzung minimal. Das Mauna Kea Observatorium beherbergt 13 hochentwickelte Teleskope. Die beiden Keck-Spiegelteleskope zählen zu den größten der Welt. Die Teleskope sind je 8 Stockwerke hoch, wiegen 250 Tonnen und können auf 4 Nanometer genau justiert werden. Ihre 10 Meter breiten Spiegel, hergestellt von einer Spezialfirma in Mainz, haben bereits fantastische Bilder geliefert. Aus unserer Galaxie und darüber hinaus. Die Begeisterung für die Sterne ist seit jeher ein Teil der menschlichen Zivilisation. Auch im alten Ägypten. Ab 3100 vor Christus entstehen hier einige der imposantesten Bauwerke der Geschichte. Ägypten galt damals als das religiöseste Land überhaupt.
Die Monumente der Ägypter bestechen durch Präzision, Symmetrie und Erhabenheit. Gewidmet sind sie ihren Göttern und Königen. Sie waren fleißige Tempelbauer, denn die Götter waren maßgeblich für ihre Gesellschaft. Aber warum haben ihre Tempel so gigantische Ausmaße? Zwei der größten werden im 13. Jahrhundert vor Christus errichtet. Im Auftrag von Ramses II. Die Tempel von Abu Simbel. Diese Tempel wurden direkt in den Felsen gehauen und nicht freistehend auf einer ebenen Fläche errichtet. Ein außergewöhnliches Vorgehen. Sie dienen der Verehrung zahlreicher ägyptischer Gottheiten, aber auch als Kultstätte für den Pharao und seine Gattin Nefertari. Der Eingang des großen Tempels wird von 4 etwa 20 Meter hohen Statuen Ramses II. Bewacht. Die gesamte Toranlage und die Statuen sind in einem Stück aus dem Fels gehauen worden. Mit einfachsten Werkzeugen graben sich die alten Ägypter über 60 Meter tief ins Gestein. Der Tempel ist präzise ausgerichtet. An zwei Tagen im Jahr, am 22. Februar und am 22. Oktober, dringt das Tageslicht bis tief ins Innere. Beim sogenannten Sonnenwunder von Abu Simbel strahlt die Sonne für wenige Minuten bis ins Heiligtum des Tempels, auf die Statuen der Gottheiten Amun-Re, Re-Harachte und auf Ramses II. Ein dunkler Ort, der nur zeitweise von Licht durchflutet wird. Dieser Anblick muss für die Menschen damals beeindruckend gewesen sein. Die Statue des Erdgottes Ptah hingegen bleibt im Schatten. Dieser Tempel zeigt das Genie der alten Ägypter. Die Felsentempel haben Jahrtausende überdauert. Doch in der modernen Welt drohen ihnen neue Gefahren. Januar 1960, Beginn der Arbeiten am Assuan-Staudamm. Nach seiner Fertigstellung würden die Tempel im Nilwasser verschwinden. Um die Bauwerke zu retten, plant ein Team aus internationalen Expertinnen und Experten, die gesamte Anlage zu versetzen. Das Rettungsprogramm der UNESCO sah vor, den Tempel auseinanderzunehmen. Die Tempel werden in über 1000 Blöcke mit einem Gewicht von bis zu 20 Tonnen zerlegt. 64 Meter über dem Originalstandort werden sie wieder aufgebaut, deutlich über der neuen Wasserlinie. Es dauert 5 Jahre, bis die Tempelanlage vollständig versetzt ist. Die Fachleute setzten interessante Methoden ein, um dieses monumentale Bauwerk ab- und wieder aufzubauen. Ein gigantisches Puzzlespiel. 1968 werden die Tempel wieder eröffnet. Ihr Umzug zählt zu den größten Leistungen in der Geschichte der Archäologie. Die Rettung der Tempel von Abu Simbel, ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Doch die Tempelanlage bei Abu Simbel ist nicht die größte des alten Ägypten. Große Tempel sollten die Macht ihrer Bauherren demonstrieren. Die Konstruktion erfordert ausgefeilte technische und künstlerische Fähigkeiten. Gewaltige Obelisken, riesige Pforten und weitläufige Hallen. Beeindruckende Bauwerke der antiken Welt. Doch eines überstrahlt alle anderen: Karnak. Der größte Tempelkomplex des alten Ägypten, gelegen in Luxor am Ostufer des Nils. Er erstreckt sich über hunderte Meter in jede Richtung. Eine imposante Ansammlung von Tempeln und Schreinen. Dieser Komplex ist wirklich enorm und in vielerlei Hinsicht der beeindruckendste der Welt. Die Tempelanlage dehnt sich auf über 100 Hektar aus
und ist damit größer als einige antike Städte. Im Zentrum der große Säulensaal. Heute vom Sonnenlicht durchflutet, soll er ursprünglich die Götter vor der drückenden Mittagshitze beschützen. Der Säulensaal war damals vollständig überdacht. Eine Herausforderung für die Erbauer. Sie benötigen Träger, die groß genug sind, um die Säulen zu überbrücken, und stark genug, um ein Dach zu tragen. Die Träger müssen extrem stabil sein und sehr viel Gewicht tragen, auch ihr eigenes. Man muss sehr genau prüfen, welches Material man wählt. Kalksteinblöcke, die für den Bau der Pyramiden genutzt werden, sind zu schwach. In den Steinbrüchen im Süden gab es jede Menge Sandstein, der deutlich stabiler ist als Kalkstein. Ein robustes Material, ideal für den Bau des Säulensaals. Doch zunächst müssen die bis zu 22 Meter hohen Sandsteinsäulen aufgestellt werden. Zur Errichtung der Säulen gibt es einige Theorien. Sie bestehen aus einzelnen Blöcken mit unterschiedlichen Merkmalen. Mit einem Gewicht von etwa 4 Tonnen sind die Einzelteile zu schwer für die Arbeiter. Die Baumeister entwickeln eine neue Methode. Für so eine Konstruktion nutzten die Ägypter vermutlich ein natürliches Baugerüst. Der Theorie zufolge werden die Räume zwischen den Säulen mit Sand gefüllt, sobald eine Schicht verlegt ist. So entsteht eine neue Ebene, auf der gearbeitet werden kann. War die richtige Höhe erreicht, konnte der Sand entfernt werden. Zurück bleibt eine Ansammlung aus 134 perfekten Säulen, so hoch wie ein 7-stöckiges Gebäude. Durch das Setzen der Dachträger entsteht ein geschlossener Raum mit einer Größe von 4.600 Quadratmetern. Damals der weltweit größte in einem religiösen Bauwerk. Ein Tempel der Götter würdig und ein architektonisches Meisterwerk der ägyptischen Ingenieure. Eines der komplexesten Bauwerke aller Zeiten wird nicht über einem Tempel errichtet, sondern über einem der gefährlichsten Orte der Erde. Am 26. April 1986 kommt es im Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine zur Katastrophe. Eine Explosion zerstört Teile des Reaktors und des 64 Meter hohen Reaktorgebäudes. Durch das beschädigte Dach gelangen radioaktive Partikel in die Atmosphäre. Um zu verhindern, dass weiteres Material entweicht, soll die Ruine des ehemaligen Kernkraftwerks mit einer Schutzhülle versiegelt werden. Das Problem? Ist ein Arbeiter der radioaktiven Strahlung nur 5 Minuten ausgesetzt, könnte er bereits nach wenigen Tagen tot sein. Wie lässt sich dieses Problem lösen? Arbeitsgruppen errichten in abwechselnden kurzen Intervallen eine Abdeckung aus Beton und Stahl über dem havarierten Reaktor. Doch das geschieht unter Zeitdruck. Das Ergebnis ist nicht ideal. 10 Jahre später steigen die Strahlungswerte wieder und die Konstruktion droht einzustürzen. Eine nachhaltige Lösung? Das New Safe Confinement. Eine gigantische Schutzhülle mit einem Gewicht von 36.000 Tonnen. Es ist das größte bewegliche landgebundene Bauwerk aller Zeiten. Dieser Sarkophag darf keinerlei Schwachstellen aufweisen. Der Rahmen besteht aus Stahlrohren und wird von 2 längs verlaufenden Betonträgern gestützt. Die Hülle hält Tornados der Stufe 3, Erdbeben der Stärke 6 und Temperaturen von minus 30 bis plus 50 Grad stand. Diese beeindruckende Schutzhülle ist durch die radioaktive Strahlung außergewöhnlichen Belastungen ausgesetzt. Dafür benötigte man spezielle Materialien. Die Hülle sorgt auch für den Schutz vor der radioaktiven Strahlung im Inneren. Die Konstruktion ist mit Kunststoffmembranen und Isolierschichten versehen, die verhindern, dass Radioaktivität austritt. Im November 2016 wird das New Safe Confinement nach 6 Jahren Arbeit in Position gerollt.
Alles läuft nach Plan. Die 257 Meter lange und 108 Meter hohe Konstruktion versiegelt die Ruine von Tschernobyl. Ein Schutzschild erbaut für die nächsten 100 Jahre. Auch in der Antike errichten Zivilisationen monumentale, zeitlose Bauwerke. Insbesondere im alten Griechenland. Die Griechen haben den Tempelbau auf ein neues Level gehoben. Die griechische Tempelform findet sich im gesamten Mittelmeerraum. Sie verfügt über eine besondere Symbolkraft und ist architektonisch äußerst beeindruckend. Hinsichtlich der Größe übernehmen die Griechen die Grundidee des alten Ägypten. Doch während bei ägyptischen Tempeln vor allem das Innere erstaunen soll, steht bei den Griechen die Außenwirkung im Vordergrund. Griechische Tempel wurden so gebaut, dass sie die Betrachtenden von außen beeindrucken, nicht von innen. Licht spielte dabei eine wesentliche Rolle und beeinflusste die Art, wie sie konstruiert wurden. Die Griechen streben nach Perfektion. Sie sehen den Schlüssel für die Erschaffung großer Bauwerke in der Mathematik. Denn die Konzeption der Bauten setzt eine präzise Berechnung aller architektonischen Aspekte voraus. Sie legen bestimmte Proportionen fest. Die Säulen werden nach einem strikten Verhältnis von Höhe und Durchmesser errichtet. Die Steine werden akkurat bearbeitet und eng miteinander verbunden. Das unterstreicht die Schönheit der Tempel und sorgt für Stabilität. Die Akribie der griechischen Ingenieure legt den Grundstein für wegweisende architektonische Fortschritte und einzigartige Tempel. Griechische Tempel erkennt man sofort an ihrer Bauweise. Das größte Meisterwerk steht noch heute, der Parthenon. Das war der Höhepunkt des Tempelbaus im klassischen Zeitalter. Er thront auf einem Felsen über Athen. Der Parthenon ist Athene gewidmet, der Göttin der Weisheit. Der Parthenon ist der Gipfel der griechischen Baukunst und steht für alles, woran die alten Griechen glaubten. Ein so enormes Bauvorhaben erfordert außergewöhnliche Ingenieursarbeit. Die erste Herausforderung? Die Auswahl des Materials. Für den Parthenon wurde der feinste Marmor Griechenlands ausgewählt. Insgesamt werden 13.400 Marmorblöcke mit einem Gewicht von fast 30.000 Tonnen verbaut. Das war eine Menge Arbeit und kostete die Stadt Athen sehr viel Geld. Historischen Forschungen zufolge verschlingt der Bau etwa 470 attische Talente. Eine gewaltige Summe, die heute etwa 8 Millionen Euro entspricht. Doch für die Athener sind die Kosten mehr als gerechtfertigt. Der Parthenon verdankt seine Perfektion der herausragenden Ingenieursleistung antiker Baumeister. Für die detaillierten Plastiken ist außergewöhnliche Präzision nötig. Dieser Grad an Genauigkeit ist noch heute schwer zu erreichen. Die griechischen Mathematiker revolutionieren die antike Ingenieurskunst. Und doch werden sie von einer anderen Nation in den Schatten gestellt, den Römern. Sie haben gewagte Ideen und entwickeln radikal neue Tempelbauweisen. Ihre Architektur übertraf alles bisher Dagewesene. Um ihre Bauwerke zu errichten, benötigen die Römer völlig neue Konstruktionstechniken.
Im Unterschied zu anderen Kulturen des Mittelmeerraums war das Innere und das Äußere bei ihnen gleichwertig. Sie erschaffen offene Räume für imposante Statuen und die Unterbringung von Opfergaben. Die Griechen bauten deutlich mehr Säulen in einen großen Saal als die Römer. Römische Ingenieure entwickeln neue Tempelformen. So entsteht im gesamten Reich eine Vielzahl diverser Bauwerke. Ein visionäres Monument übertrifft sie alle: das Pantheon. Fast 2000 Jahre nach seiner Fertigstellung gehört es heute zu den am besten erhaltenen Bauwerken der römischen Antike. Ein beeindruckendes Meisterwerk. Dieser Tempel ist allen römischen Göttern geweiht. Er enthält bauliche Elemente wie kein Gebäude vor ihm. Für mich ist das Pantheon das außergewöhnlichste Gebäude der Antike. Ein architektonischer Meilenstein. Die freitragende Kuppel des Pantheon ist weltberühmt. Eine einzigartige Konstruktion. Das ist ein architektonisches Wunderwerk. Und noch heute die größte unbewehrte Betonkuppel der Welt. Sie wurde nie übertroffen. Mit einem Durchmesser von 43 Metern ist sie damals doppelt so groß wie die größte vor ihr erbaute Kuppel. Es ist erstaunlich, dass diese Kuppel bei ihren Ausmaßen ohne jegliche Träger gebaut werden konnte. Das war eine wahre Meisterleistung. Der Bau dieses Wahrzeichens ist für die römischen Ingenieure eine Herausforderung. Beim Bau einer Kuppel muss man darauf achten, dass sie möglichst leicht ist. Und sie muss den Kräften, die auf sie einwirken, standhalten. Sonst kollabiert sie irgendwann. Wie lässt sich das sicherstellen? Die Konstruktion der Kuppel war ein sehr aufwendiger Prozess. Aber dank einiger innovativer Methoden gelang es den Römern. Um die Kuppel tragen zu können, verfügt der Tempel über 6 Meter dicke Mauern. Um Gewicht zu sparen, wird sie in 5 konzentrische Ringe mit je 28 quadratischen Platten unterteilt, sogenannten Kassetten. Für zusätzliche Stabilität sorgt, dass die unteren Segmente dicker sind. Nach oben hin werden sie dann immer schmaler. Das reduziert den Druck, der auf der Konstruktion lastet. Krönender Abschluss am Scheitelpunkt: das Oculus. Eine knapp 9 Meter breite Öffnung, durch die man direkt in den Himmel blickt. Auch dadurch verringerte man das Gewicht, da so kein weiteres Baumaterial nötig war. Ein weiterer entscheidender Faktor für die Stabilität der Kuppel ist ein erst kurz zuvor erfundenes Baumaterial: Beton, eine der größten architektonischen Errungenschaften der Römer. Dieser flüssige Stein machte die außergewöhnlichsten Konstruktionen möglich. Heute ist Beton das meistverwendete, vom Menschen hergestellte Baumaterial. Seine Beschaffenheit eröffnet immer innovativere Möglichkeiten. Dank seiner Vielfältigkeit und Stabilität lassen sich auch die wagemutigsten Ideen moderner Architektinnen und Architekten umsetzen. Wie das Auditorio de Tenerife auf den Kanarischen Inseln. Sein Design ist vom Atlantischen Ozean inspiriert. Der weiße Betonbogen ist der weltweit erste seiner Art. Für die freitragende 100 Meter lange Form wird ein Material benötigt, das leichter als Stein und stabiler als Holz ist. Dank eines Stahlskeletts und einer Stahlbetonhülle lässt sich diese ambitionierte Idee umsetzen. Diese riesige Welle scheint der Schwerkraft zu trotzen. Ihre Konstruktion war nur mit Beton möglich. Ein Material, das auf viele nicht sehr aufregend wirkt, aber für die Gestaltung unserer Welt außerordentlich nützlich ist.
Die Bauwerke der Römer sind noch nicht der Höhepunkt des Tempelbaus. In Asien befinden sich alte buddhistische und hinduistische Tempel, die durch ein komplexes Design bestechen. Der asiatische Tempelbau hat in den letzten 2000 Jahren Erstaunliches hervorgebracht. Sie verfügen über aufwendig gearbeitete Bildhauerkunst. Beeindruckende Konstruktionen, möglich gemacht durch die Genialität altertümlicher Ingenieure. Ein jahrhundertelang im kambodschanischen Urwald verborgener Komplex markiert eine Zäsur in der Geschichte des Tempelbaus. 1860 erforscht der französische Naturalist Henri Mouhot auf der Suche nach exotischen Insekten die Nebenflüsse des Mekong. Dabei stößt er auf eine riesige, verlassene Tempelanlage. Wer hat den Tempel erschaffen? Und warum wurde er an diesem Ort errichtet? Die Antwort liefert ein mysteriöser antiker Herrscher. Im 9. Jahrhundert herrschen die Khmer über ein Gebiet, das Teile der heutigen Länder Kambodscha, Laos, Thailand und Vietnam umfasst. Die Khmer zählten zu den mächtigsten Völkern in Südostasien. Im Jahre 1113 besteigt Suryavarman II. Den Thron und wird zum König der Khmer. Um nicht von seinen Feinden gestürzt zu werden, etabliert er seine Position als Gottkönig. Durch den Bau eines majestätischen Steintempels. Angkor Wat. Der Tempel wird der hinduistischen Gottheit Vishnu geweiht und sichert Suryavarman seinen Platz auf dem Thron. Suryavarman ließ Angkor Wat errichten, um seinen Anspruch auf den Thron zu untermauern. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Khmer-König seine Macht auf diese Weise demonstriert. Die Khmer errichteten weit über 1000 Tempel. Aber das Meisterwerk Suryavarman II. Soll alle anderen übertreffen. Der Tempel benötigt viel Platz, denn er soll die Heimat der hinduistischen und buddhistischen Gottheiten nachbilden. Den mythischen Weltenberg Meru im Zentrum des Universums. Dessen 5 Gipfel werden durch die 5 Turmspitzen des Tempels repräsentiert. Der Graben stellt den kosmischen Ozean dar. Die Tempelanlage repräsentiert das gesamte hinduistische und buddhistische Universum. Ein himmlischer Komplex aus irdischem Stein. Angkor Wat soll noch zu Lebzeiten des Königs fertiggestellt werden. Wie lässt sich ein solches Vorhaben umsetzen? Zunächst muss der ausgewählte Bereich des Regenwaldes abgeholzt werden. Angkor Wat sollte mitten im Regenwald errichtet werden, noch dazu in einer Flussaue. Warum hat Suryavarman diesen Ort im vermeintlichen Nirgendwo für seinen Tempelkomplex ausgewählt? Seit 2007 kommen Archäologinnen und Archäologen der Lösung dieses Rätsels näher, dank Foto- und Satellitentechnik. Anhand von Luftaufnahmen untersuchen sie knapp 3000 Quadratkilometer der kambodschanischen Landschaft. Mit Hilfe eines Bodenradars stellen sie feine Unterschiede hinsichtlich Feuchtigkeit und Pflanzenwuchs im Erdboden fest. Das deutet auf Ruinen hin. Dank hochmoderner Technologie erhält das Team eine detaillierte Abbildung der Umgebung von Angkor Wat. Sie entdecken Unglaubliches. Die Bilder offenbaren eine riesige antike Siedlung. Wir sprechen hier von einer riesigen Stadt. Die verlorene Stadt Angkor. Heute weiß man, dass diese Stadt deutlich weitläufiger war als zunächst angenommen. Sie war eine der größten präindustriellen Städte der Welt.
Eine aktuelle Studie schätzt die besiedelte Fläche des Großraums Angkor auf 3000 Quadratkilometer. Etwa doppelt so groß wie das heutige London. 6 Jahrhunderte lang gedeiht die Stadt unter den Khmer. Sie besteht aus tausenden Häusern, Straßen, Teichen und Kanälen. Die Hauptstadt eines der größten Reiche dieser Zeit beherbergt etwa 900.000 Menschen. Im Zentrum Soyavarmans prachtvoller Tempel. Im 12. Jahrhundert nimmt dieser langsam Form an. Der Bau verschlingt immense Materialmengen. Schätzungen zufolge zwischen 5 und 10 Millionen präzise bearbeitete Sandsteinblöcke. Mehr Steine als beim Bau der Cheops-Pyramide. Mit über 160 Hektar ist die Tempelanlage das größte religiöse Monument der Welt. Ein Denkmal des goldenen Zeitalters Kambodschas. Antike Tempel wie dieser gehören zu den spektakulärsten Bauwerken in der Geschichte der Menschheit. Doch moderne Versammlungsorte für die Massen machen ihnen Konkurrenz. Hier verehrt man Ikonen der etwas anderen Art. Religion und Sport haben Gemeinsamkeiten, zumindest aus Sicht einer Ingenieurin. In beiden Fällen sind die Bauwerke charakteristische Kultstätten, die etwas über ihre Stadt oder Region aussagen. Genau wie in Tempeln versammeln sich auch in Stadien große Menschenmengen. Der einzige Unterschied? Anstatt Göttern werden hier Menschen verehrt und der Sport. Die Fans vergöttern die Spieler ihrer Mannschaften, gemeinsam mit tausenden anderen in beeindruckenden Bauwerken. Durch hochmoderne Bautechniken entstehen spektakuläre Stätten, einfahrbare Dächer, bewegliche Sitzreihen und stabile Konstruktionen, die Erdbeben der Stärke 8 standhalten können. Beim Bau eines Sportstadions muss man darauf achten, dass es der Leidenschaft und Energie der Fans gerecht wird. Es muss über einzigartige Elemente verfügen, um die Ansprüche und Bedürfnisse des Publikums zu erfüllen. Sie zählen zu den größten und fortschrittlichsten Bauwerken des 21. Jahrhunderts. So wie tausende Jahre zuvor die Tempel, die dem Göttlichen und ihrem Glauben geweiht sind. Ihre Baumeister ahnten nicht, dass ihre Meisterwerke bis heute bewundert werden. Der Tempelbau hat die Architektur der modernen Welt nachhaltig beeinflusst. Im Design imposanter Gebäude und innovativer Baumethoden, die noch heute genutzt werden. Die Vorstellungskraft und Ambitionen antiker Ingenieure haben die Grenzen des Machbaren erweitert und wahre Wunderbauten erschaffen. Von den beeindruckenden Steinblöcken in Stonehenge über die riesigen Säulen von Karnak bis hin zur erhabenen Kuppel des Pantheon. Sie alle zeugen von der Genialität ihrer antiken Erbauer.